Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere bei Dynamo Dresden. So, wir haben gespielt gegen Hannover oder gegen Greuther Fürth, haben wir 3-1 gewonnen, glaube ich, oder 2-1, ist ja egal. Wir haben auf jeden Fall gewonnen, haben uns auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben und spielen jetzt im DFB-Pokal zweiter Hauptrunde gegen den SC Paderborn. Im Kloß nimmerhals. Schlimm sowas. So, da wir unsere Rotation ändern, spielen wir die Rotation 2-3D. Zackig. Und... Mann! Menno! So. Da wir dann gegen den Erstligisten spielen... Obwohl, naja... Wir bleiben erstmal so. Alles gut. Weiter geht's. So, Dynamo Dresden, SC Paderborn 07. Weiter geht's. Wir haben einen Verletzten. Ah ja, der Artig. Da kommt der Horvath rein und für Artig kommt dann Gabriel Sinjo rein. Der hat ja auch einen Namen. Naja, egal. Scouting wurde abgeschlossen. Und das letzte Spiel für diese Woche. Textmodus? Wieso Textmodus? Achso, war ja von gestern Abend noch, ja. Ach, nee. Drisse des Fort. 3D-Spiel wollen wir. Wir spielen heute mal in Dunkel und Paderborn in Weiß. So, wir lauschen der Musik und harren der Dinge, die da kommen. So, wie spielt denn Paderborn? 4-4-2. Okay, wir spielen 4-4-2 mit Raute. Wie immer. Okay, dann gucken wir mal, was wir dagegen reißen können. Auch wenn Paderborn 8 Spiele nicht gewonnen hat oder beziehungsweise 8 Spiele verloren hat, die letzten 8, die sind in der ersten Liga. Da sind sie nicht umsonst, nicht? Sind ja da aufgestiegen. Aber wir gucken mal, was wir dagegen bringen. Aber Paderborn ist im Angriff, da war ja die erste große Chance, aber der Keeper hat gehalten. Ecke für Paderborn. Freistoß für uns. Der war ja nix. Oh, kein Abseits. Und 1-0 durch Moussa Kone. Sehr gut. Jungens. Burschis. Gehalten. Und gehalten. Aber immer noch ein Kloß im Hals, ey. Warte. Wenn er nicht rausgeht. Das ist nervig. Hat er abgefangen.
Ja. Schade, schade, schade. Na gut hängen geblieben. Das war eigentlich ein Foul, mein Freund. Freund der sieben Väter. Gelb-rote Karte. Waren sie nur noch zu 10 und 2-0. Durch. Ndoye, glaube ich, so wird er ausgesprochen. Egal. Jedenfalls mein neuer Stürmer. Jetzt kriegen die mal Wut im Bauch, wa? War noch rechtzeitig abgefangen. 2-0 zur Halbzeit. Das liest sich sehr gut. So. Weiter geht's. Ja. Never change a running system, oder wie war das, ne? Weiter geht's. Es wird nichts geändert am Spielsystem. Alle gehalten. So. Abseits. Jungs. Ah, gut gehalten. Drei Null durch Emilio. Da war er wieder. Gehalten. Das war nichts. Jetzt ruckelt das Spiel ein bisschen. Darf eigentlich nicht passieren, aber manchmal passiert das. Ist dann im nächsten Spiel wieder weg. Merkwürdig. Im nächsten 3D-Spiel, wohlgemerkt. Oh, läuft noch recht flüssig. Gehalten. Beziehungsweise abgefangen. Oh, das Ding ist gegessen. Dritte Hauptrunde ist erreicht. Und daneben geköpft. Nee. Jetzt drücken die aber nochmal. Aber unsere Abwehr hält. Ah, den kriegt der Keeper. Das ist klar wie klare Kloßbrühe. Und gehalten. Oder daneben besser gesagt. Leider daneben geschossen, aber das Ding ist gelaufen, der Drops ist gelutscht. Was man auch immer sagen möchte. Haben wir auf jeden Fall im Sack, das Spiel. Das haben wir auf jeden Fall im Sack. Ah.
gut abgefangen vor dem Stürmer. Hat er Kopf und Kragen riskiert. So, finale Punkt jetzt, bin mal gespannt, aber es ist eine Flanke von außen, wird nichts werden, oder? Doch, 4-0, sehr gut. Durch Emilio. Ne, Emilio hat Tor gelegt, glaube ich, oder? Ist egal. Jedenfalls haben wir 4-0 gewonnen. 1-0 Kone, 2-0 Doyer. Müssen wir mal gucken, wie die anderen Tore gemacht hat. 3-0 Emilio, 4-0 Emilio. Ja, hat zwei Doppelpack gemacht, sehr gut. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. So, Auslosung gucken wir uns jetzt noch an. Die sind auch noch drin. Wollen wir mal gucken. Ah, Dortmund spielt gegen Hoffenheim. Lautern, Kaiserslautern spielt gegen Hertha BSC. Hannover 96 muss gegen VfL Osnabrück spielen. Union Berlin spielt gegen Eintracht Frankfurt. Bayern München spielt gegen VfB Stuttgart. MSV Mainz 05 muss gegen Arminia Bielefeld spielen. Oh, wir haben ein Heimspiel. Wir spielen gegen Hamburger SV. So, und dann Bremen gegen Wolfsburg. Oh, sollen wir jetzt froh sein oder nicht froh sein? Na egal, wir müssen in der nächsten Hauptrunde, in der dritten Hauptrunde gegen Hamburg spielen. So, das war's dann erstmal für diese Woche. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Spiel gegen Arminia Bielefeld im Textmodus. Bis nächste Woche dann. Ciao, ciao.